es ist mega cool, weil also die Einwirkung vom, von dem Lied ist ja das Auf und Ab und so ein bisschen ja, also Berg- und Talfahrt. Und irgendwie haben wir das richtig gut geschafft. Es ist sehr interessant gefunden, vor allem ja, vorrangig nichts mit dieser Musik am Hut gehabt. Aber gleich hat man halt gemerkt, dass halt in so einer Musik auch so viel Emotion steckt, dass man dann, dass auch so Bilder entstehen, die wir heute Nachmittag jetzt gezeichnet haben. Jackson Pollock ist sehr geeignet, um selber auszuprobieren, weil es eine einfache Technik ist. Man hat die Leinwand am Boden, man tut die Farbe auf die Leinwand tropfen, spritzen, schmieren und kommt aber mit der Leinwand nie in Berührung. Das heisst, jeder, der das Gefühl hat, der könne ich nicht malen, kann das perfekt. Weil das ist mehr eine Frage von der Bewegung, vom sich getrauen, vom Ausprobieren. Man ist sehr bewegt. Man geht um die ganze Leinwand rundherum und er kann sich sehr gut um die Musik aufnehmen und die Dynamik, die Musik ausdrückt. Ja, die Suite erinnert mich eigentlich an den Sommerferienstart in der Primarschule, als man ganz klein war. Wo man dann glücklich heimgelaufen ist und überall die grünen Wiesen. Halt Sommer, Sommergefühl. Und halt auch das Kindliche, die Freude. Das sind halt Farben, die man mit diesen Emotionen verbindet. Man denkt, es stört einen, es kommt jemand im Weg plötzlich oder so, aber es stört gar nicht so, weil dann, wenn jemand im Weg kommt und wenn man irgendwie an die Hand kommt oder so, genau dann passiert wieder etwas Spannendes, also irgendetwas, wo Farbspritzer gibt oder so. Also es ist voll gegangen. Ich habe den Nachmittag sehr, wie soll ich sagen, kurzfristig und positiv erlebt. Und zwar bin ich überrascht, wie schnell 3 Stunden vorbeigehen über die Bereitschaft der Jugendlichen, sich auf das Experiment, das für sie auch ist, einzulassen. Indem man gesagt hat, Pollock meets Bach oder Bach meets Pollock. Und durch das gibt es eine Ablenkung für die Jugendlichen. Sie sind nicht gezwungen, auf Musik zu hören und machen es aber trotzdem. Und das ist immer dichter geworden gegen Ende des Nachmittags. Und das finde ich schon sehr faszinierend.